Ein weiterer Monat ist zu Ende gegangen und somit ist es Zeit für die Top 10 der Webdisk aus dem Januar. Das und noch mehr gibt's jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Den Anfang macht mit über 1100 Downloads auf Platz 10 der Solaris Urbino 18 Euro 3 von den Entwicklern Vestu, Kendrick, Michael und Morpheus. Hierbei handelt es sich um eine Mod für das Solaris Urbino Polen Megapack, welches hier benötigt wird, sonst könnt ihr diese Mod nicht fahren bzw. installieren. Hier sei noch angemerkt, dass die Setwahlliste nicht vollständig mit allen Einträgen ist. Viele neue Setwahl sind in Bezug auf das Basispaket hinzugekommen und bestehende wurden entfernt. In Zukunft soll diese Liste um alle verfügbaren Setwahls mit Beschreibung erweitert werden. Der Link zum Mod sowie auch die Facebook-Seite des Entwicklers sind in der Videobeschreibung, klickt da gern drauf. Bevor es jetzt aber weiter mit Platz 9 gibt, bekommt ihr hier jetzt noch eine kleine Preview von dem Mod. Mit über 1200 Downloads hat es das Renault Agora L Euro 2 Pack von The FMRR auf den 9. Platz geschafft. Der Agora ist eine Reihe von Niederflurstadtbussen, die 1995 anlässlich des UITP-Kongresses in Paris vorgestellt wurden. Es ist der erste in Frankreich gebaute Niederflurbus, der in großem Maßstab produziert wurde. Das Buspaket ist eine Modifikation des bereits erhältlichen Renault City Busses 12. Es umfasst 16 Varianten zwischen CNG und Benzin, ZF und Void und K++ Matrix. Die Fahrzeuge sind noch im Beta-Zustand und können somit auch noch verbessert werden. Auch zu diesem Bus findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Auf den 8. Platz hat es mit über 1400 Downloads meine Karte Landkreis Grüntal geschafft. Hier wird zwingend das Addon Hamburg Tag und Nacht benötigt, denn sonst könnt ihr die Karte nicht spielen, weil euch dann Objekte fehlen. Zum Projekt an sich sei gesagt, dass es als eine Bastelversion veröffentlicht wurde, bedeutet, das ist eine unfertige Karte, ich werde an der Karte nichts mehr machen und Bastelversion heißt in diesem Fall, ihr könnt euch dran setzen, die Karte weiterbauen und solltet ihr dann eine Veröffentlichung planen,
ja, schreibt mir einfach über die Webdisk eine PN. Das Projekt wird aus einem simplen Grund nicht mehr weitergeführt, denn in den 2 Jahren, die das Projekt bis dato an Entwicklungszeit gebraucht hat, hat sich mein Baustil ordentlich geändert und somit gibt es Bereiche, die mir auf der Karte einfach nicht mehr gefallen, wo ich sage, nein, das entspricht nicht mehr meinem Baustil, wie ich das beispielsweise auf einer neuen Karte bauen würde. Ursprünglich war geplant, dass dieser fiktive Landkreis, in dem das Ganze spielt, 2 Städte hat. Einmal die Universitätsstadt Bamberg und einmal die Stadt Grüntal. Grüntal ist die wesentlich größere Stadt mit knapp 516.000 Einwohnern. Sowohl der Link zum Download als auch der Link zum entsprechenden Showroom-Thread habe ich euch gerade mal in die Videobeschreibung gepackt. Auf Platz 8 haben wir mit über 1800 Downloads die Karte Leutersbach. Diese stammt von einem Entwicklertrio bestehend aus TheRock33, Lebendig21 und meiner Willigkeit. Benötigt wird für die Karte die München-Demo, Tettau Version 1 und Ruhrau Version 2. Leutersbach stellt eine Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg dar. In der ersten Version gibt es eine Linie, die 648, welche zwischen Hauptbahnhof, Industriegebiet und Hauptbahnhof und Drößling verkehrt. Ursprünglich war die Map etwas größer geplant, sie sollte eigentlich 4 Linien haben, jedoch wurde das Projekt von dem Entwickler bereits vor längerer Zeit aufgrund zahlreicher baulicher Mängel in den älteren Abschnitten eingestellt. Nun hat er sich in den letzten Wochen noch rangesetzt, einige Stellen verschönert, Fahrpläne erstellt und somit die Karte releasefertig gemacht. Den Link zur Karte findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Bevor wir jetzt jedoch zum nächsten Platz gehen, gibt es noch ein paar Impressionen von der Karte. Der Mercedes-Benz Citaro LÜ von Tarik K. aus dem Adventskalender des letzten Jahres hat es mit 1900 Downloads auf den 6. Platz geschafft. Das Vorbildfahrzeug fährt unter dem Kennzeichen UNCN 9140 für das Unternehmen Niersreisen und ist vornehmlich im Kreis Unna anzutreffen. Der Bus ist ein Umbau des Euro 3er Citaros, welcher ursprünglich von Arne J. stammt. Damit dieser funktioniert, muss unbedingt das Citaro Euro 2, Euro 3 Mod Pack in der Version 5.1 von Morphe installiert sein. Das setzt natürlich auch voraus, dass ihr das Urbino Stadtbusfamilien Addon besitzt, denn ohne das funktionieren die Euro 2, Euro 3er Citaros von Morphe nicht. Besonders bei dem Bus ist, dass sowohl Drehzahlmesser als auch Seitenmatrix nicht funktionieren, da dies auch beim Vorbildfahrzeug der Fall war. In dem Fall gilt tatsächlich, it's not a bug, it's a feature. Auf dem 5. Platz haben wir mit über 2200 Downloads die Karte Probacher Land von Roadmaster 93. Die Karte ist noch nicht komplett fertig, seht es so gesehen eher als eine erste öffentliche Version der Karte. Die Karte ist in Deutschland angesiedelt, bedient sich aber verschiedenster Inspiration, großteils aus dem osteuropäischen Raum. In der aktuellen Version der Karte gibt es 6 Linien aufgeteilt in
3 Stadtbusse, 2 Schulbusse und einen Shuttlebus. Die beiden Linien 943 und 956 sind noch nicht fertig, dienen eher als eine kleine Vorschau für die weitere Entwicklung. Es gibt 2 Verkehrsunternehmen, die die Linien in und um die Stadt betreiben. Stadtbus Probach ist dabei für den Stadtverkehr zuständig, während die Probacher Verkehrs GmbH den Überlandverkehr betreibt. Den Link zur Karte findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Den 4. Platz belegt die Karte Waldhofen 2013 von Gleiswechselbetrieb und MAAG 784 mit über 2600 Downloads. Waldhofen 2013 ist eine modifizierte Version der Karte Waldhofen von David M. Es gibt ein neues Linienkonzept mit einem authentischen Repaint-Pack und vielen weiteren kleinen Änderungen. Für die, denen die normalen Linien zu langweilig sind, gibt es auch zahlreiche Einsatzwagen und Schulbusse sowie Shuttleverkehr mittels Chrono. Für die Karte braucht ihr, wie auch für die Version von David M., das Hamburg Tag und Nacht Addon. Außerdem, wenn ihr die Chrono-Events fahren wollt, müsst ihr das Jahr 2013 eingestellt haben, denn die Karte spielt ja schließlich auch in diesem Jahr. Mit über 3900 Downloads hat es die Karte Winsenburg 2015 Updated von Dominic Place auf den 3. Platz geschafft. Vorausgesetzt werden hier die Addons Aachen, Berlin X10, Bremen Nord, das 3-Generation-Addon, beide Hamburg-Addons, also Tag und Nacht und Hafen City und das Addon Rheinhausen. Standardmäßig fahren auf der Karte MAN Stadtbusse und als Drivers die Halicon-Menschen. Wer diese also nicht hat, muss die sich austauschen. Auf der neuen Version stehen euch 49 Linien zur Auswahl. Diese sind aufgeteilt in 5 Citybus-Linien, 8 Moonliner-Linien, das sind die Nachtbusse, eine Schnellbuslinie, ein SEV und 34 Stadtbusse. Die Karte baut auf die bestehende Winsenburg-Karte von David M. auf. Somit wird diese auch für die Installation benötigt. Die Map wurde komplett um- und ausgebaut, hat nun eigene Haltestellenansagen, Fahrgaststimmen und ein eigenes Ticketpack, als auch ein komplett eigen erstellter Fahrplan. Wer jetzt vielleicht denkt, oh, die Karte gab es ja schon mal, ja, das ist richtig. Damals war es eine Open Beta, jetzt ist die Karte allerdings in einer Vollversion der Version 1 erschienen. Auf Platz Nr. 2 haben wir mit über 4500 Downloads die Karte Landkreis Lanau. Diese kommt von Karim und Ivan und ist eine fiktive Überland-Map, die grob in der heutigen Zeit in Mittelhessen spielt. Für die Installation werden folgende Addons benötigt. Das sind einmal Bad Hügelsdorf 2020, Berlin X10, Bremen Nord, Hafen City Hamburg Modern, Hamburg Tag und Nacht, Rheinhausen und optional für die AI-List die MAN Stadtbusfamilie. Eine alternative AI-List liegt im Map-Ordner, somit wird die MAN Stadtbusfamilie nicht zwingend benötigt. Erkunden könnt ihr die Map auf 3 normalen Überlandlinien, einer Schulverstärkerlinie und einer Freizeitlinie am Wochenende. Auf absoluten Überlandrealismus legen hier die Kurs- und Fahrpläne Wert. Hier gibt es nämlich Schleifen, Stichfahrten, Schulfahrten, Werksverkehr und Taktlücken. Außerdem sind eine realistische Verteilung der Umläufe auf Sub- und Hauptunternehmer sowie die Einhaltung der gesetzlichen Pausen gewährleistet. Mit über 5300 Downloads hat es der Renault Agora S Euro 2 Zweitürer von The FMRR auf den 1. Platz geschafft. Dieses Buspaket ist auch wie der Agora L eine Modifikation des bereits erhältlichen Renault Citybus 12. Es umfasst den Agora Diesel Void, Diesel ZF und 10 GZF, die von der RATP zwischen 1999 und 2017 betrieben wurden. Auch hier gilt, dass die Fahrzeuge noch im Beta-Zustand veröffentlicht wurden, es können daher noch Verbesserungen erfolgen. Das war auch schon wieder die Top 10 von dem Januar. Bevor ich das Video aber beende, gibt es noch ein paar Informationen zu der Webdisk. Und zwar gibt es 2 Neuerungen. Und zwar wurde die Repaint-Kategorie für das Addon Grand Paris Moulin hinzugefügt,
Außerdem gibt es auf Discord in dem Channel Game Rolls nun die Option, die Among Us Runde auszublenden. Das war's jetzt mit dem Video. Alle Links und so findet ihr alles in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte dies der Fall gewesen sein, lasst gerne ein Däumchen in nördliche Richtung da. Ich bin dann raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.